Und da haben wir auch eine Feuerwehr. Der Motor doch nicht. Der Handel des Wagens. Schließ es mal bitte die Augen. Ich? Ja, Sie. Hier, mitten auf der Straße. Machen Sie mal die Augen zu und führen den Finger an die Nase. An Ihre Nase oder an meine? Entschuldigung. Okay. Sind Sie mit dem Alkoholtest einverstanden? Sie meinen Blasen? Genau. Eurer Wachmeister, muss es sein? Es ist doch Weihnachten. Oh, ja. Später, ja? Na jetzt. Na, wenn Sie mich so nett bitten, kann ich auch nicht Nein sagen. Holen Sie doch mal bitte tief Luft und dann pusten Sie richtig rein. Na danke, das reicht. Das reicht. Dankeschön. Und fahr ich gut? Spitzenmäßig. Frau Limbach, Sie können nicht mehr fahren. Seien Sie mal froh, dass ich Ihnen keine Blutprobe abnehmen lasse. Aber nur, weil Weihnachten ist. Ja, und jetzt? Ja, nur helfen Sie doch mal mit, bitte. Sie haben geraucht. Habe ich nicht. Doch, ich bin doch nicht verkalkt. Sie haben geraucht. Hab ich nicht. Und sagen Sie nicht mal Schwester zu mir. Das riech ich doch. Wenn hier einer was riecht, dann bin ich das. Trinken. Nun lenken Sie mal nicht ab. Geben Sie mir eine Zigarette. Wenn Sie mir keine Zigarette geben, sage ich das dem Chefarzt. Was sagen Sie dem Chefarzt? Dass Sie während der Nachtwache rauchen. Wollen Sie mich erpressen? Mich erpressen doch auch alle. Immer soll ich trinken, trinken, trinken. Bin ich ein Pferd? Herr Sommer, wenn Sie früher nicht so viel geraucht hätten, dann hätten Sie noch beide Beine und könnten sich selbst eine Zigarette holen. Jetzt trinken Sie bitte. Ja. Ich bin's, Rita. Hey, Rita. Tut mir leid, Georg. Ich kann morgen nicht kommen. Was? Ja, wird sowieso Zeit, dass du es ohne mich schaffst. Rita, das kannst du nicht machen. Natürlich kann ich das. Aber am Wagen ist irgendwas kaputt und die Werkstatt hat Weihnachten zu. Wie soll ich das meinen Eltern erklären? Trinken bitte. Hol mich am Bahn. Ja, gut. Schwester? Also los, Freddy! Trinken, Herr Sommer, trinken. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, wo sind all die Geschenke bloß her? Weihnachtsmann, nur mich an, da vielleicht noch. Das ist aber das letzte Mal. Georg, pass bloß auf. Keine Angst. Mhm. Danke, Herz. Grüße an Margel und die Kinder. Ja. Bist du? Okay, ich sehe dich. Hallo, Rita. Ich dachte, wir treffen uns auf dem Parkplatz. Soll ich noch ohne Wagen auf dem Parkplatz? Meine Damen und Herren, auf Gleis 2, bitte steigen wir in den Regionalexpress nach Kiel, Schürbingen, Na? Sieht toll aus.
Hör bloß auf, ich sehe scheiße aus. Hast du wenigstens eine gute Fahrt gehabt? Reiz mich nicht. Es ist wirklich das letzte Mal, Rita. Das sagst du schon seit 7 Jahren. Also, was haben wir letztes Jahr gemacht? Same procedure as every year. Wieder kein Urlaub? Zu viel Arbeit. Und privat, was ist da gelaufen? Alles im Lack. Schon ein nettes Paar, die beiden, oder? Trotzdem sagst du es ihnen. Ja. Hallo! Da endlich! Oh, schön, dass ihr da seid. Hattet ihr eine schöne Fahrt? War okay. Wir sind in 3 Staus gekommen, deshalb sind wir auch so spät dran. Wie lange hat der denn gebraucht? Ja, so 4-5 Stunden bestimmt. Ja, 5-6. Sag mal, willst du die beiden nicht reinlassen? Die frieren noch fest. Oh. Na, ein bisschen Kälte hält frisch. Na, kommt rein in die gute Stube. Wie lange bleibt ihr denn? Bis morgen. Ach wirklich? Ihr kommt einmal im Jahr und dann fahrt ihr am nächsten Tag schon wieder weg. Da lohnt sich doch die ganze Fahrt nicht. Tut uns ja auch leid, aber Georg hat Dienst. Jedes Jahr dasselbe. Seien wir froh, Paul, dass wir überhaupt ein paar Stunden Zeit für die Eltern haben. Das machen wir jetzt gemein, Mama. Natürlich ist das gemein. Die Wahrheit ist immer gemein. Kommt rein. Ja, 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 ist das eng. Ja. Boah, was habt ihr alles mitgebracht? Ja. Boah, was ist kalt. Klar, du hast so schönes, volles Haar. Wenn nicht alle meine Kundinnen drum hinein. Rita, der Lack ist ab. Das ist überhaupt die Idee. Wir färben dir die Haare. Nein. Doch, so ein richtig schönes Schwarz. Das kommt immer gut. Nein, nein. Doch, oder blond? Blond? Blond wird auch immer gern genommen. Born to be blond. Und die Männer stehen drauf. Und ich habe alles dabei. Nein, Rita, ich brauche das alles nicht. Sowas braucht jeder. Na, oder Strähnchen? Jörg, du solltest dir mir einen neuen Wagen leisten. Warum? Die Wirtschaft muss brummen. Wenn du dir als Arzt keinen neuen Wagen leisten kannst, wer denn dann? Ja, aber der ist 1A in Schuss. Der ist gerade erst durch den TÜV. Ich lass auch keinen anderen damit fahren. Wenn du dir einen neuen kaufst, dann nicht in Schwarz. Die Leute müssen ja denken, da kommt ein Leichenwagen, nicht der Doktor. Wie geht's im Krankenhaus, mein Junge? Schon anstrengend. Wenn ich abends nach Hause komme, weiß ich, was ich getan habe. Stimmt's? Ich sag da gar nichts zu. Ja, wenn ich mal früher zu Hause bin, dann ist sie nicht da. Ja, so ein eigener Frisiersalon macht viel Arbeit. Die Leute sitzen mir das Geld so locker in der Tasche, die sparen. Ja, Friseusen gibt's ja wie Sand am Meer. Und solange es Frauen gibt, wird es auch Frisuren geben. Und es wird gemacht und getan und getan und gemacht. Na, Paul, bei dir ist das natürlich was anderes. Bei Männern überhaupt. Naja, von Männern allein kann ja kein Friseur leben. Aber ich kann mich nicht beklagen. Laden läuft. Nur Urlaub. Urlaub ist nicht drin. Nee. Aber erzähl doch mal, was es bei euch so Neues gibt. Was heißt schon Neues gibt? Immer dasselbe. Ja, uns geht's gut. Darauf einmal trinken. Und auf deine Eltern. Gott hab sie selig. Weißt du, was ich vermisse? Den Weihnachtsbaum. Wo ist eigentlich der Weihnachtsbaum? Paul, hab ich's nicht gesagt? Der Junge will einen Baum. Georg, du bist langsam aus dem Alter raus, ja? Sag gar, dass es dir zu viel Aufwand ist. Ja, ja, ja. Also wegen ihr müsst ihr keinen Baum aufstellen. Ich dachte nur. Wenn ihr Kinder hättet, dann wäre das natürlich was anderes, oder? Klar, ja. Stimmt doch. Kinder sind doch auch wichtig. Hm? Kinder gehören nur mal zum Leben, ne? Ja, mit dem haben wir uns ja auch viel Zeit gelassen. Du hast da was, mein Junge. Hm? Danke. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray.
You never know, dear, how much I love you. Please don't take your love away. Gibst mir noch eine Wurst, Paul? Danke. Wo ist eigentlich der Fernseher? Du sagst es ihm jetzt. Auf der Stelle. Morgen ist früh genug. Mach dir bloß nicht lustig über mich. Was hab ich denn jetzt gemacht? Tu nicht so scheinheilig. Friseusen gibt's genug wie Sand am Meer. Das hab ich so überhaupt nicht gesagt. Aber gemeint. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich stimmt das. Wo bleibt ihr denn? Wir kommen. Morgen ist Schluss. Aber ohne Betrügen! Betrügen? Das will ich nicht gehört haben, ha? So, Papa. 18. Ja. 20. Ja. 2. Ja. 0. Ja. 4. Ja. 7. Ja. 30. Ja. Dann hast du ein schönes Spiel. Ja. Moment. Und die 33? Ja. 36? Ja. 40? Ja. Perfekt. Herz, Hand. Hand hat alle Hand. Oh, das tut weh. Satz mit X war nix, halbe Miete. 65, 75, 80, 90. 20. Mit 3 spielt 4. Hand 5, schneller 6 mal Pik sind 82 für mich. Nee, Mama, das sind 66. Oh, die Uhr. Glaubst du, die haben was gemerkt? Wieso? Wir haben denen noch das perfekte Paar vorgespielt. Das mit dem Ring war gut. Der ist auch schön. Das ist ein bisschen protzig, oder? Was? Du hast doch echt überhaupt gar keine Ahnung. Entschuldigung. Dafür nicht. Bedauerst du es? Ich habe mich entschuldigt. Nein, das ist mit Jürgen. Ach so, der schöne Jürgen. Ja, manchmal schon. Ich werde ihn jedenfalls nicht von der Bettkante stoßen. Sowas bin ich zu alt, oder? Unsinn. Na komm schon. Wie heißt das Zauberwort? Clara, kaum ist der Junge im Haus, spielst du schon wieder die Mama. Sei nicht albern. Wie heißt das Zauberwort? Hallo, schöne Frau.
Und? Mal sehen, was der Weihnachtsmann mitgebracht hat. Und was hat er? Überraschung. Das ist aber eine schöne Überraschung. Oh, Paul! Paul! Ah, so ist besser. Die Frau in deinem Wagen auf dem Foto, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist Margaret. Genau, Margaret. Die Frau von, wie heißt denn der Typ nochmal? Ihr habt zusammen studiert. Hans. Dann hast du die von Hans übernommen? Ja, letzten Sommer. Praktisch von Kollege zu Kollege. Hans hat sein Studium drangegeben. Er ist jetzt Krankenpfleger. Echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war doch so ein richtiger Überflieger. Aber die Kinder sind nicht von dir. Nee, die sind von Hans. Was sagt die dazu, dass du Weihnachten nicht da bist? Margaret hat ein großes Herz. Weiß die, dass wir hier in einem Bett liegen? Arsch an Arsch? Die heißt Margaret. Sie ist sehr tolerant. Nächstes Jahr bisher bei deiner Margaret. Ich würde dir einen Arsch versohlen, wenn ich wüsste, dass du Arsch in Arsch mit einer anderen im Bett liegst. Na, hör mal. Wir sind geschieden. Auch wieder wahr. Mit wem liegst du so zusammen? Ist derselbe wie letztes Jahr? Was war das nochmal für einer? Was geht denn dich das an? Der Apotheker. Genau. Der Apotheker. Was sagt er denn, dass du Arsch an Arsch mit mir hier liegst? Nichts. Ich habe mich scheiden lassen. Oh, mein Beileid. Ich habe jetzt einen Steuerberater. Der ist besser. Wieso? Kannst du ihn absetzen? Nee, der ist 105 Kilo schwer. Morgen sagst du es deinen Eltern. Ich will das nicht mehr. Aufstehen, Frühstück. Entschuldigung. Macht der Gewohnheit. Gibt's Schlimmeres? Du sagst es ihnen. Ja. Und? Sehr gut geschlafen. Wenn ich gewusst hätte, dass Georg immer noch schnarcht, hätte ich mich aufs Sofa gelegt. So ein enges Bett ist doch was ganz Reizvolles. All den Jahren Ehebett ist man so gar nicht mehr gewohnt. Oder? Das ist doof. Clara, Paul, Georg will euch etwas sagen. Aha. Georg, nun sag es ihnen. Ist das was Schlimmes? Nee, nee, das ist nichts Schlimmes. Wie man es nimmt. Es tut mir leid, ehrlich, aber wir werden es nächstes Jahr nicht schaffen zu kommen. Wahrscheinlich nicht. Das tut weh. Ja, aber Weihnachten kommen wir. Wahrscheinlich. Tja. Ich kann doch mal nichts dafür. Und ruf kurz an, wenn ihr zu Hause seid, ja? Machen wir, Mama. Und seid lieb zueinander. Na klar, wie immer. Ja. Gute Fahrt. Und passt auf euch auf, ja? Danke für alles, ne? Und guten Rutsch. Ach, apropos Rutsch. Die haben im Radio Glatteis angesagt. Also, Georg, bitte vorsichtig fahren, ja? Mach ich mal. Und nicht immer rückwärts.
Tschüss. Rita, ich hab's einfach nicht gebracht. Halt bloß die Klappe. Sag mal, wieso ist das eigentlich damals schiefgegangen bei uns? Das ist nicht dein Ernst. Das fragst du mich? Nach der Show, die du da gerade abgeliefert hast? Schön groß. Warte, ich helf dir. Bring dich, ja? Vergiss es. Rita. Scheiße. Hallo Georg, mein Schatz. Seid ihr gut angekommen? Ja, ja, alles bestens. Und wie geht's Rita? Oh, ist müde. Sie ist gerade schlafen gelegt. Soll ich sie wecken? Oh ja, weck sie mal. Paul wollte ihr noch was sagen. Ach, das tut mir leid, Mama. Ich bin schon in der Klinik. Ach, du bist in der Klinik. Fleißig, mein Sohn. Ja. Aber ich sag ihr Bescheid. Du, ich muss Schluss machen. Die rufen mich gerade. Grüß Papa lieb, ja? Ja, richtig aus, mein Schatz. Tschüss. Ja, tschüss. Bist ein Teufel. Na und, hat er doch verdient, oder? Steuerberater lässt mir gerade ein heißes Bad einlaufen. Mit Rosenöl aus Holland. Aber warum erzähle ich dir das? Bei uns ist gleich Bescherung. Kinder können es kaum noch aushalten. Dann feiert mal schön. Ja, du auch. Bis nächstes Jahr. Du kannst mich mal. Rita. Leck mich. Weihnachtsmann, wo sind all die Geschenke bloß her? So weit kommt es noch. Sieh dir jetzt mal einen neuen Wagen, Reihe. Ja, ja. Seitdem du hier einen auf Oberarzt machst, bist du ein ganz schöner Spießer geworden, weißt du das? Mein Gott. Du lernst es nie, oder? So. Ja, komm, mach. Ja. Aua! Ja. So. Das muss reichen. Alles gut, jetzt komm. Schwester Inge? Schwester! Was ist? Ja, komm, stell dich mal neben mich, bitte. Komm. Warum? Ja, warum nicht? Es ist Weihnachten, ist doch toll. Was ist das letzte Mal? Naja, Moment. Gut, nah zusammen, bitte. Und lächeln. So, eins noch zur Sicherheit. Und lächeln. Hast du gestern Abend Fernsehen geguckt? Nee. Da hat einer 7 weiße Mäuse geschluckt. Ihh. Lebendige Mäuse? Ja, klar. Tote Mäuse kann ja jeder. Da war noch ein Trick dabei, oder? Nee, die haben den mal geröntgt. Ja, Schwester? Und dann hast du da die Mäuse bei dem im Bauch rumlaufen sehen. Rita, ich glaub dir kein Wort. Sag mal, das ist ja wohl das Letzte. Telefon. Hallo? Ja, ich bin's. Ja, was willst du? Ich hab einen Unfall gehabt. Mit einem LKW zusammengestoßen. Ist dir was passiert? Nee, so schlimm ist es nicht. Mach dir keine Sorgen, ich hab Glück gehabt. Ich mach mir keine Sorgen. Ja, ich hätte aber auch Pech haben können, dann lege ich jetzt im Krankenhaus. Ist aber nicht, also was willst du? Der Wagen ist schrott. Total Schaden. Kannst du mich am Bahnhof abholen? Ich hab's gewusst. Ich hab's genau gewusst, dass das kommt. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich halte dich überhaupt nicht für blöd. Bestell dir ein Taxi. Oh Mensch, Rita, bitte. Nein. Ende Gelände. Ja, dann
machst wie Clara und Paul. Weißt du, wie die beiden sind? Ich schaff das nicht alleine. Rita, ich schwöre dir, es ist das letzte Mal. Wirklich. Georg, ich reiß dir jedes Haar einzeln aus, wenn du es ihnen diesmal nicht sagst. Aua, Rita, das tut weh. Oh Gott, Entschuldigung. Sorry. Nitin, kannst du nicht hier die Blumen nehmen und draußen verkaufen? Für Weihnachtsgeld. Ja, wie Weihnachtsgeld. So was nennt man Diebstahl. Geh mal her. Schau dir das mal an. Inder verkaufen Rosen. Langstielige Rosen. Danke, die sind für dich. Diesmal ohne Show. Lass es uns mit Anstand über die Bühne bringen. Okay. Ich bin Oberarzt geworden. Da werden die beiden sich freuen. Ich bin schwanger. Nee. Doch. Drillinge. Ehrlich jetzt? Keine Panik, war nur ein Witz. Mensch, Rita, damit macht man doch keine Witze. Ich weiß. Peter und ich arbeiten dran. Wer ist Peter? Ist das was Ernstes? Ich glaube schon. Gratuliere. Danke. Halt mal an. Was ist denn? Halt mal an, anhalten. Schau mal. Was? Na da. Nein. Er hat tatsächlich einen neuen Wagen. Wird auch langsam Zeit. Bisschen aufdringlich, die Farbe für einen Arzt. Irgendwas klein. Danach machen wir als erstes deine Haare. Oh nein, Rita, bitte nicht. Ich habe dir eine neue Tönung mitgebracht. Da glänzen die Haare ganz natürlich. Oh, weißt du, ich kann die Chemie nicht. Klar, das ist Bio. Reines Zeug. Auftragen, mit warmem Wasser einmassieren, ausspülen, fertig. Ich kann im Moment so gar nichts am Kopf vertragen. Ich spüre ja schon, wenn sich so eine Fliege aufs Haar setzt. Kenn ich. Haarspitzenkatar. Da hab ich was für. Rita, ich weiß, du meinst es gut, aber... Zudem gibt's Weihnachten keine Fliegen. Versuch's wenigstens. Nächstes Mal, bitte. Wenn es kein nächstes Mal gibt? Bitte.
Sei nicht beleidigt. Bin ich doch nicht. So. Das ist schön. Hat Georg ausgesucht. Bitte, Georg. Ach, guck mal hier. Das ist der Vorteil, wenn du Elektriker bist. Da kannst du dir immer helfen. Wenn ich kein Elektriker geworden wäre, hätte ich beispielsweise deine Mutter nie kennengelernt. Paul, nicht schon wieder. Wieso? Habe ich das schon mal erzählt? Nein, noch nie. Also ich kenne die Geschichte auch noch nicht, Papa. Na, siehst du. Georg lügt, wenn er schon den Mund aufmacht. Ich möchte wissen, von wem er das hat. Von mir? Nee. Auf alle Fälle habe ich im Kaufhaus als Elektriker gearbeitet. Ach, jetzt auch bloß, du hast Mama auf dem Betriebsfest kennengelernt. Ja, genau. Und sie war die Herrin über die Knöpfe und Reißverschlüsse. Ich übersetze, ich war Verkäuferin in der Kurzwarenabteilung. Und zwischen uns hat es sofort gefunkt. Liebe auf den ersten Blick. Komm, Clara, bei dir doch auch. Und ich habe die Spannung immer ein bisschen erhöht. Ja, bis sie einen elektrischen Schlag bekommen hat, stimmt's, Mama? Auf dem Betriebsfest habe ich mit ihr getanzt. Das hat ihr den Rest gegeben. Besonders meinen Füßen. Ich sag's ja, als Elektriker gehört einem Mann die Welt. Bis er vom Gerüst gefallen ist und sich fast alle Knochen gebrochen hat. Was? Er hat versucht, die Weihnachtsbeleuchtung an der Decke anzubringen. Das hast du noch nie erzählt. Ein halbes Jahr ist er dann am Gipsbett gelegen. Danach konnte er nur noch halbtags arbeiten. Bis er vorzeitig in den Ruhestand getreten ist. Getreten worden ist. Sei froh, dass du noch lebst. Ja, meine Liebe. Ich bin froh. Aber nur, weil ich dich hab. So, fertig. Gelernt ist gelernt. Okay. Steck's rein, Georg. Und? Oh. Ach. Jesus sprach, es werde Licht. Doch es funktionierte nicht. Da kam Petrus angerannt und sprach, die Sicherung ist durchgebrannt. Herr Georg, ja. Worauf wartest du? Drück die Sicherung wieder rein. Ach so, ja. Dies ist die Mailbox von Peter Köster. Ich bin momentan nicht erreichbar. Sie können mir gerne eine Nachricht hinterlassen. Ich rufe Sie irgendwie zurück. Einen schönen Tag noch und danke für Ihren Anruf. Geht der Fernseher wieder? Nee. Georg ist jetzt Oberarzt. Oh, herzlichen Glückwunsch. Wirklich? Wurde auch langsam Zeit. Oh. Ist die Freude aber groß, hm? Krawatten binden kann er noch immer nicht. Darf er jetzt noch mehr Arbeit? Urlaub kann er sich abschminken. Junge, ihr müsst doch mal Urlaub machen. Hm? Bisschen Zeit für euch haben. Das musst du gerade sagen, Mama. Ihr wart doch nie im Urlaub. Das ist was ganz anderes. Na, guck mal. Ist anders, als ihr es kennt, aber es gefällt euch bestimmt auch. Ja, können wir leider nicht hören. Der CD-Player ist kaputt. Ach, dein Vater macht das schon. Der repariert den wie nix. Na ja, dann wissen wir wenigstens, was wir euch nächstes Jahr schenken. Hm? Georg! Ja, ja, ist ja gut. Morgen. 18, 20, 3, 4. 27, 30, 33, weg. Kreuz. Paul, du kommst. Ja, Entschuldigung. Mama, was ist das denn? Kreuzbube. Ja, eben, Kreuzbube. Wir waren bei 36. Überreizt. Eine Kreuzbube habe ich nicht gesehen. Entschuldigt. Das ist mir noch nie passiert.
Oh Gott, Kinder, wir müssen. Bitte geht heute ohne mich, ja? Ist dir nicht gut oder was? Ach, nix. Bin nur so ein bisschen müde. Ja, dann komm. Hm? Bisschen frische Luft hat dir gut. Rita, draußen friert's. Meine Beine wollen auch nicht so richtig. Lass ihn mal. Mir ist heute auch nicht so gut. Soll ich das mal untersuchen? So weit kommt's noch. Der Sohn untersucht die Mutter. Nein, nein. Nächstes Jahr gehen wir wieder zusammen. Hm? Wie lange willst du Ihnen die Nummer vom glücklichen Paar noch vorspielen? Morgen sage ich es Ihnen. Zieh wenigstens vorher einen Ehering ab. Ja. Das war auch mal alles anders. Tja, alles ändert sich. Und dann ist Schluss. Das war das Atrium. Unser Kino. Die Todesspringer von Acapulco mit Elvis. Zwei Bier bitte. Ja. Ihr seid nicht von hier, oder? Ja, weil ich euch hier noch nie gesehen habe, deswegen mal. Komm mal zu, wir wollen ja in Ruhe unser Bier trinken, okay? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ganz friedlich. Wir haben ja Weihnachten, oder? Ja, genau, ist Weihnachten. Dann gib auf Frieden und lass uns in Ruhe. Schön. Danke. Ja. Das geht auf mich. Auf Weihnachten auf den Bernie. Danke. Oh, das ist doch nicht nötig. Auf Weihnachten. Genau. Ich bin der Bernie. Danke. Das ist doch toll hier. Besser als in der Kirche. Ist was? Tanzen. Was? Tanzen! Danke, ich tanze nicht. Nur ein Tanz, weil Weihnachten ist. Du hast ja gehört, was die Dame gesagt hat. Sie will nicht tanzen. Lass sie doch in Ruhe. Rede ich mit dir? Wer bist du denn? Was mischst du dich denn überhaupt ein? Also gut, Bernie, einen. Weil Weihnachten Dr. H. Marek, Oberarzt. Ist das nicht Hans? Ja, guck mal, die Brille. Der Junge glaubt doch nicht, dass wir ihm das abnehmen. Das ist doch süß. Meinst du, der hat was mit dieser Krankenschwester? Ach klar, ist doch überhaupt nicht sein Typ. So, so. Oh.
okay? Okay. Ach, Mist. Hä? Die Flasche. Oh. Gib her. Ja. Love me, tender, love me surely, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Elvis lebt. Du war mit deinem Elvis. Oh. Bloß weil du am selben Tag Geburtstag hast. Elvis war schon tot, da haben wir noch nicht mal hier unten im Sandkasten gespielt. Das ist doch Quatsch. Elvis lebt, das ist der Größte. Zusammen mit Muhammad Ali. Ja, der ist auch bald tot. Du, es geht mich eigentlich nichts an. Eben. Ist das was richtig Ernstes mit dem neuen... Peter. Ja. Ganz wirklich. Lass uns Freunde bleiben, ja? Ein Becher. So unten. Okay. Auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Los! Okay, na ja. Los! Oh. Oh, sieht böse aus. Das ist nicht mein Blut, das ist von Bernie. Oh. I. Der Typ war sowas von versüfft. Ja. Der hatte so viel Blut im Alkohol, der war von innen desinfiziert. Und weißt du, was ich noch schlimmer fand? Nicht nur, dass der Typ dich angrapscht, das auch. Aber weil das der so hässlich war. Der war unfassbar hässlich. Ja, das Auge kotzt mit. Mhm. Schon richtig so. Du bist fett geworden. Was? Ja. Wo denn? Ja, guck dich mal an. Tja, man wird älter. Ja, Frauen auch. Wetten, du kannst es nicht mehr. 100 Euro. Mit dir wette ich nicht um Geld. Gut, dann um die Ehre. Los, schon rein. Du zuerst. Von mir aus? Okay. Ha! All right. Na los. Ja? Geht das? Auf keinen Fall. Es geht um die Ehre. Los, komm mal. Okay. Jetzt aber. Konzentration. Konzentration. Und jetzt. Wunderbar. Das sieht gut aus. Ja? Geht das? Na gut. Aber nur, weil Weihnachten ist. Ah. So, kein Problem. Gib auf! Nie im Leben! Pass auf! Ja. Ja. Hättest du nicht gedacht, was? Okay. Geht das? Ich sag doch, alles wird gut.
hört sich so an. Weißt du, was Einstein rausgefunden hat? Dass alles relativ ist. Ja, das auch. Aber ich meine was anderes. Wenn man schneller ist als das Licht, dann könnte man in seine eigene Vergangenheit reisen. Die käme einem praktisch entgegen. Oder man überholt sie. Ist auch egal. Tatsache ist, wenn man von diesem Lichtstrahl abspringen könnte, dann könnte man theoretisch in sein früheres Leben springen. Und nochmal von vorne anfangen. Theoretisch? Ja. Praktisch musst du dafür ganz schön sportlich sein. Das ist ja kein Problem. Du musst sogar schneller sein als das Licht, oder? Ja, das auch wieder mal. Ich habe eine Stammkundin. Die lässt sich nur von mir die Haare machen. Die ist Sternzeichen Fisch, Aszendent Wassermann, hat aber keine Schuppen. Die vertraut ihrem Kopf keinem anderen als mir. Der Frau fallen die Haare aus, da kannst du bei zugucken. Sie meint, sie kommt langsam in die Wechseljahre. Und irgendwann hat die keine Haare mehr. Na gut, was willst du damit sagen? Dass es wichtigere Probleme gibt als das scheiß Universum. Nicht stören. Ich habe nur Licht gesehen. Macht nichts, war sowieso fertig. Geht's dir nicht gut? Doch, doch. Ich habe noch was viel getrunken. Und lass dich mal drücken. Schön wieder zu Hause zu sein. Aufstehen. Ja. Oh, Paul, danke für den Tee. Du siehst aber gar nicht gut aus.
schon wieder. Georg will euch was sagen. Das wurde ja gestern schon, ne? Hoffentlich ist es was Schlimmes. Es fehlt mir noch zu meinem Glück. Nee, nee, so schlimm ist es auch nicht. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Raus damit. Paul, bitte gibst du mir was für meine Nase. Mama, das klingt aber gar nicht gut. Jetzt sag schon, was los ist. Du solltest wirklich zum Arzt gehen. Weihnachten zum Arzt, das fehlte noch. Ich hab nur ein bisschen zu viel getrunken. Rita. Na, ihr habt ganz schön Krach gemacht. Da konnte man nicht so viel schlafen. Es tut mir leid. Jetzt sag endlich, was los ist. Rita, dann du. Um die Wahrheit zu sagen. Ist ja gut jetzt. Ich sag's ja. Also, wir, Rita und ich, wir waren gar nicht in der Kirche. Ihr wart nicht in der Kirche? Nee. Das ist alles? Ja. Na, Gott sei Dank. Was Schlimmes hätte ich auch wirklich nicht vertragen momentan. Kinder, darauf trinken wir ein. Oh. Mama, ich muss doch noch fahren. Komm, ich fahre. Ein letzten. Wer weiß, wenn wir uns wiedersehen. Oh. Hilf mir, mein Junge, bei den Gläsern. So. Und wir trinken auf die, die wir lieben. Auf das Leben. Auf uns alle. Rita, was ist? Komm. Auf euch beide. Du kannst sie doch nicht ein Leben lang belügen. Ja, na klar. Du würdest ihnen die Wahrheit sagen, egal wie wir ihnen das tun würden. Ja, würde ich. Ja, gratuliere. Ich. Warum tust du es dann nicht einfach? Weil es deine Eltern sind. Es ist deine Sache. Du, ich muss, sonst verpasse ich den Zug. Dann lauf. Hallo, Papa. Ich wollte nur sagen, ich bin gut angekommen. Also wir natürlich. Rita ist in der Wanne. Wie ist bei euch? Bei uns ist alles gut. Wir haben noch einen Spaziergang gemacht. So ein Wetter muss man ja ausnutzen. Kann ich mal Mama haben, kurz bitte? Sie hat sich gerade hingelegt. Sie schläft schon. Ich sage ihr, dass du angerufen hast. Ja, mach das. Also bis bald. Ja, bis bald, mein Sohn. Weißt du, wie oft ich versucht habe, dich zu erreichen? Es wird aber auch Zeit. Rita? Nee, ich bin's. Ich wollte nur hören, ob du gut angekommen bist. Nein, bin ich nicht. Ich bin in den Stau gekommen. 2 Stunden habe ich gestanden, weil ich kaum Sprit im Magen hatte, konnte ich die Heizung nicht anmachen. Scheiße. Oh Mann, du bringst mir nur Pech. Ruf mich nie mehr an.
Ja, Georg Brandt, das bin ich. Was? Dies erfüllt zumindest den Tatbestand der groben Fahrlässigkeit. Grobe Fahrlässigkeit? Was bildet der Arsch sich ein? Wollen die den Laden dicht machen? Nee, Manuela, natürlich nicht. Es wird immer schöner. Wir geben Ihnen letztmalig Gelegenheit, den Zustand Ihres Betriebes den gesetzlichen Anforderungen anzupassen. Das hört sich gar nicht gut an. Ich weiß es nicht. Hallo Rita, hier ist Georg. Bist du da? Tut mir leid, dass ich dich anrufe, aber es ist ein Notfall. Die Polizei hat mich angerufen. Meine Eltern sind tot. Tag, Georg. Tag, Frau Kiesner. Ich habe gerade deinen Wagen gesehen. Mein Beileid. Schlimm, was? Ja. Da weiß man gar nicht, was man sagen soll. So, bitte. Da in dem Bett sind sie gelegen. Als ob sie schlafen würden. Hand in Hand. Sie haben bestimmt nicht leiden müssen. Entschuldigung. Nein, ich kann jetzt nicht. Ich weiß, aber das hier ist auch wichtig. Manuela, bitte, ich rufe dich zurück. Rita, ich habe schon zu Georg gesagt, da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Es tut mir so leid. Mein Beileid. Danke. Da wird der eigene Sohn Arzt und wenn es drauf ankommt, ist er nicht da. Guten Tag. Sie sind der Sohn von Herrn Paul Brandt, Georg Brandt? Ja. Ihr Vater hat alles erledigt. Sie meinen, er hat alles bestellt und bezahlt? Ja, das hat er. Aber wann?
Oh, das war Anfang des Jahres. Genau am... Ja, genau am 17. Februar. Die Beerdigung findet übermorgen um 11.30 Uhr statt. Ihre Eltern haben sich gewünscht, dass die Beerdigung in ganz kleinem Kreise stattfindet und dass Sie ein paar letzte Worte an Ihrem Grab sprechen. Keine Kirche, kein Pastor. Ich möchte meine Eltern noch mal sehen. Gar kein Problem. Sie brauchen dazu nur eine Genehmigung vom Gesundheitsamt. Warum hat er das gemacht? Schluckt einfach ihre Tabletten. Ich fass es nicht. Ja? Die Gewerbeaufsicht kann mich mal. Ist gut, Manuela, komm, lass sein. Ich melde mich. Entschuldige. Ich meine, er hätte mich doch wenigstens vorher anrufen können. Wozu gibt's denn sonst ein Telefon? Wegen jedem Scheiß wird telefoniert, aber wenn's mal wirklich drauf ankommt, dann... Kein Arzt! Wollte ich nie werden. Keiner hat dich gezwungen. Ja, toll. Und dann? Elektriker werden, so wie mein Vater. Mein Vater wollte immer, dass es mir mal besser geht als ihm. Höhere Schule. Die ganze Verwandtschaft war dagegen. Ihr arbeitet euch dumm und dämlich und als Dank spuckt euch der Junge auf den Kopf. So. Jetzt guck mich nicht so an. Die beiden waren so stolz auf mich. Ich wollte ihnen nicht wehtun. Stolz? Und dann lügst du denen jahrelang vor? Ja. Ja, also, komm, als ob das so ein großer Unterschied ist. Krankenpfleger und Arzt. Du bist nicht mal ein richtiger Krankenpfleger? Natürlich bin ich das. Jedenfalls so gut wie. Du hast mich jahrelang belogen. Nee. Ehrlich nicht. Also nicht immer. Ich schlafe auf der Couch. Wir müssen niemandem mehr vormachen, dass wir ein glückliches Paar sind, oder? Was ist mit deinem Peter? Satz mit X. War nix. Wäsche. Kann sowieso nicht schlafen.
Sollen wir schon mal ihre Sachen durchgehen? Lass uns zuerst beerdigen. Sie müssen wissen, vom langen Liegen sehen Ihre Eltern nicht mehr ganz frisch aus. Okay, ich verstehe. Ich denke, ich schaffe das schon. So, das sagen Sie alle. Woran sind Ihre Eltern denn gestorben? Am Herzschlag. So fängt's schon an. Am Herzschlag stirbt man nicht. Damit lebt man. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann stirbt man. Jetzt machen Sie mal halblang. Mein Mann sind gerade die Eltern gestorben. Sie halten hier einen Vortrag, als ob Sie nicht genau wissen, was passiert ist. Sie sollten sich schämen. Zudem ist mein Mann selber Mediziner. Sie sind Kollege? Er ist Oberarzt. Mein lieber Georg, es tut mir sehr, sehr leid, dass ich so von dir Abschied nehmen muss. Ich weiß, welchen Schmerz ich dir bereite. Verzeih. Aber es geht nicht anders. Ich will nicht mehr. Alles tut dir weh. Und es wird immer schlimmer. Du hättest alles getan, deine Mutter und mich davon abzuhalten. Sonst wärst du auch ein schlechter Sohn. Das bist du nicht. Im Gegenteil. Du bist unser großer Schatz. Gut. Wir haben auch keinen anderen. Außer Rita natürlich. Georg, wann sollen wir dir die Wahrheit sagen, wenn nicht jetzt? Paul und ich, wir haben gewusst, dass du und Rita seit langem getrennt seid und nur für uns zu Weihnachten das glückliche Paar gespielt habt. Es hat uns gerührt, euch zuzusehen. Und was habt ihr euch bemüht, euch nicht zu verplappern? Wir wollten euch die Wahrheit sagen, dass wir wissen, was mit euch los ist. Aber Clara hatte Angst, dass ihr dann so verletzt wärt, dass ihr gar nicht mehr zu uns kommt. Clara glaubt felsenfest daran, dass ihr füreinander geschaffen seid. Paul, es ist nur eine Frage der Zeit, dass die beiden sich wieder lieben, habe ich gesagt. Stimmt's? Das ist die Wahrheit. Und wo wir gerade bei der Wahrheit sind, Georg, glaubst du wirklich, wir würden dich weniger mögen, weil du kein Arzt, sondern nur Krankenpfleger bist? Mein Junge, ich bin auch kein Doktor. Und ich habe ein glückliches Leben gelebt. Ich hatte das Glück, deine Mutter kennenzulernen. Ich habe mich auf den ersten Blick in sie verliebt. Aber die Geschichte kennst du ja. Mein größtes Glück war, dass sie mich auch geliebt hat. Ihr wisst beide, dass Clara immer vernünftiger war als ich. Aber dass ich mich in deinen Vater verliebt habe, war nicht vernünftig. Ich hätte jeden haben können, aber ich habe ihn gewollt. Wenn sie ins Zimmer kam, war alles elektrisch geladen. Ich als Elektriker habe ein Gespür dafür. Du als ihr Sohn kannst dir das nicht vorstellen, das ist normal. Aber deine Mutter hatte Beine wie Fliegenfänger. Die Männer klebten nur so an ihnen. Und ihre Augen können einen bis heute schwindlig machen. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Ich habe dieses "bis dass der Tod euch scheidet" immer für einen törichten Spruch gehalten. Natürlich könnte ich allein weiterleben. Aber wozu? Lieber Georg, liebe Rita, bestimmt lest ihr diesen Brief zusammen. Ich wünsche euch von Herzen, dass auch ihr glücklich seid. Natürlich hätte Clara gerne Enkelkinder gehabt. Das wäre doch auch schön gewesen. Aber es ist euer Leben. Lasst euch da nicht reinreden. Ich hab Angst. Musst du nicht. Ich bin bei dir. Bitte macht euch keine Vorwürfe. Es ist gut so. Lebt wohl.
und werdet glücklich. Das Haus könnt ihr verkaufen. Es ist jetzt schuldenfrei. Nehmt von den Möbeln, der Wäsche und dem anderen Kram, was ihr gebrauchen könnt. Für den Rest ruft ihr die Heilsarmee oder die Caritas an. Die können vielleicht was damit anfangen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ist er das hier? Mein Vater ist an einem Herzschlag gestorben, nicht an einem Kopfschuss. Dann kann er das nicht sein. Dann müssen Sie das hier sein. Entschuldigung. Gesundheit. Die vier kommen alle aus der Gerichtsmedizin. Da kann man schon mal was verwechseln. Bitte. Thank you.
Liebe Mama. Lieber Papa. Ihr wart zwei wunderbare Menschen. Ich hätte euch gerne noch so viel gesagt. Ich liebe euch. Guck mal. Das sind alles Schmerzmittel. Ja, hier, das hier zum Beispiel ist der Hammer. Damit kannst du einen Elefanten flachlegen. Sie muss tierische Schmerzen gehabt haben, oder? Rita, schau mal. Was ist das? Das ist eine Rechnung über zwei Totenscheine. Dr. Mahler mir am Grab gegeben. Und da sagt man, umsonst ist er tot. Komm mal her. Ja. Hier, guck mal. Das ist meine Unterschrift. Ich habe Ihnen geschrieben, dass wir dieses Jahr nach Acapulco gefahren sind. Und Hans hat sie dann für mich in den Briefkasten geworfen. Mit meiner Unterschrift? Muss eben an alles denken. In meiner Familie nehmen wir es anscheinend alle nicht so genau mit der Wahrheit. Weißt du ja. Wie hat deine Mutter gesagt? Die Wahrheit tut immer weh. Weißt du, was mir weh getan hat? Nicht, dass du mit der nach Köln abgehauen bist. Kommt in besten Familien vor, normal. Und dass man sich einfach so mit Haut und Haaren jemand anders verknallt, okay, geschenkt. Was richtig wehgetan hat, ist, dass du dich für mich geschämt hast. Geschämt. Ja, diese kleine Friseuse. Da hast du mich mir vorgekommen wie eine Null. Wie ein Nichts. Du hast mir meinen Stolz geraubt. Ja. Ja. Ich habe mich für dich geschämt. Ich habe mich auch für mich geschämt. Mein ganzes Leben habe ich mich geschämt. Und du glaubst, ich bin stolz drauf, ein Versager zu sein. Rita, da kann doch die Karte nichts für. Du fälschst sogar meine Unterschrift. Man kann wirklich keinem Menschen vertrauen. Ich muss hier raus, sonst ersticke ich. Ich habe auch hier raus gewollt. Rita! Rita! Rita, bitte. Hey, bitte, Rita. Rita, bitte, Rita, bitte! Lass mich los! Au! Au. Au, das tut weh! Es tut mir leid! Lass mich los! Ja? Riechen! Stinkt schon fast. Nee, die merkt nichts, die schläft. Na, wenn's stinkt, kuckeln Jahre. Stell die Temperatur runter! Geht nicht. Der Schalter klemmt. Dann zieh einfach den... Mir sehr, sehr leid, dass ich so von dir Abschied nehmen muss. Ich weiß, welchen Schmerz ich dir bereite. Verzeih. Aber es geht nicht anders. Ich will nicht mehr. Alles tut dir weh.
und es wird immer schlimmer. Du hättest alles getan, deine Mutter und mich davon abzuhalten. Sonst wärst du auch ein schlechter Sohn. Das bist du nicht. Im Gegenteil. Du bist unser großer Schatz. Gut. Wir haben auch keinen anderen. Außer Rita natürlich. Georg, wann sollen wir dir die Wahrheit sagen, wenn nicht jetzt? Paul und ich, wir haben gewusst, dass du und Rita seit langem getrennt seid und nur für uns zu Weihnachten das glückliche Paar gespielt habt. Es hat uns gerührt, euch zuzusehen. Und was habt ihr euch bemüht, euch nicht zu verplappern? Wir wollten euch die Wahrheit sagen, dass wir wissen, was mit euch los ist. Aber Clara hatte Angst, dass ihr dann so verletzt wärt, dass ihr gar nicht mehr zu uns kommt. Clara glaubt felsenfest daran, dass ihr füreinander geschaffen seid. Paul, es ist nur eine Frage der Zeit, dass die beiden sich wieder lieben, habe ich gesagt. Stimmt's? Das ist die Wahrheit. Und wo wir gerade bei der Wahrheit sind, Georg, glaubst du wirklich, wir würden dich weniger mögen, weil du kein Arzt, sondern nur Krankenpfleger bist? Mein Junge, ich bin auch kein Doktor. Und ich habe ein glückliches Leben gelebt. Ich hatte das Glück, deine Mutter kennenzulernen. Ich habe mich auf den ersten Blick in sie verliebt. Aber die Geschichte kennst du ja. Mein größtes Glück war, dass sie mich auch geliebt hat. Ihr wisst beide, dass Clara immer vernünftiger war als ich. Aber dass ich mich in deinen Vater verliebt habe, war nicht vernünftig. Ich hätte jeden haben können, aber ich habe ihn gewollt. Wenn sie ins Zimmer kam, war alles elektrisch geladen. Ich als Elektriker habe ein Gespür dafür. Du als ihr Sohn kannst dir das nicht vorstellen, das ist normal. Aber deine Mutter hatte Beine wie Fliegenfänger. Die Männer klebten nur so an ihnen. Und ihre Augen können einen bis heute schwindlig machen. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine. Ich habe dieses "bis dass der Tod euch scheidet" immer für einen törichten Spruch gehalten. Natürlich könnte ich allein weiterleben. Aber wozu? Lieber Georg, liebe Rita, bestimmt lest ihr diesen Brief zusammen. Ich wünsche euch von Herzen, dass auch ihr glücklich seid. Natürlich hätte Clara gerne Enkelkinder gehabt. Das wäre doch auch schön gewesen. Aber es ist euer Leben. Lasst euch da nicht reinreden. Ich hab Angst. Musst du nicht. Ich bin bei dir. Bitte macht euch keine Vorwürfe. Es ist gut so. Lebt wohl und werdet glücklich. Das Haus könnt ihr verkaufen. Es ist jetzt schuldenfrei. Nehmt von den Möbeln, der Wäsche und dem anderen Kram, was ihr gebrauchen könnt. Für den Rest ruft ihr die Heilsarmee oder die Caritas an. Die können vielleicht was damit anfangen. Sein. Dann müssen Sie das hier sein. Entschuldigung. Gesundheit. Die vier kommen alle aus der Gerichtsmedizin. Da kann man schon mal was verwechseln.
Bitte. Liebe Mama, lieber Papa, ihr wart zwei wunderbare Menschen. Ich hätte euch gerne noch so viel gesagt. Ich liebe euch. Guck mal. Das sind alles Schmerzmittel. Ja, hier, das hier zum Beispiel ist der Hammer. Damit kannst du den Elefanten flachlegen. Sie muss tierische Schmerzen gehabt haben, oder? Rita, schau mal. Was ist das? Das ist eine Rechnung über zwei Totenscheine. Dr. Mahler mir am Grab gegeben. Und da sagt man, umsonst ist er tot. Komm mal her. Ja. Hier, guck mal. Das ist meine Unterschrift. Ich habe Ihnen geschrieben, dass wir dieses Jahr nach Acapulco gefahren sind. Und Hans hat sie dann für mich in den Briefkasten geworfen. Mit meiner Unterschrift? Muss eben an alles denken.
In meiner Familie nehmen wir es anscheinend alle nicht so genau mit der Wahrheit. Weißt du ja. Wie hat deine Mutter gesagt? Die Wahrheit tut immer weh. Weißt du, was mir weh getan hat? Nicht, dass du mit der nach Köln abgehauen bist. Kommt in besten Familien vor, normal. Und dass man sich einfach so mit Haut und Haaren jemand anders verknallt, okay, geschenkt. Was richtig wehgetan hat, ist, dass du dich für mich geschämt hast. Geschämt. Ja, diese kleine Friseuse. Da hast du mich mir vorgekommen wie eine Null. Wie ein Nichts. Du hast mir meinen Stolz geraubt. Ja. Ja. Ich habe mich für dich geschämt. Und? Ich habe mich auch für mich geschämt. Mein ganzes Leben habe ich mich geschämt. Und du glaubst, ich bin stolz drauf, ein Versager zu sein. Bitte, da kann doch die Karte nichts für. Du fälschst sogar meine Unterschrift. Man kann wirklich keinem Menschen vertrauen. Ich muss hier raus, sonst ersticke ich. Ich habe auch hier raus gewollt. Rita! Rita! Rita, bitte! Hey, bitte! Rita! Rita, bitte! Rita, bitte! Lass mich los! Au! Au, das tut weh! Es tut mir leid! Lass mich los! Ja? Riechen! Stinkt schon fast. Nee, die merkt nichts, die schläft. Na, wenn's stinkt, guckeln Jahre. Stell die Temperatur runter. Geht nicht. Der Schalter klemmt. Dann zieh einfach den Stecker raus! Ich muss zurück. Was jetzt? Wir sagen uns jetzt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Es gibt keinen Grund mehr, dass wir uns wiedersehen. Nee. Dann mach es gut. Ja, du auch. Nochmal danke für alles. Gar nicht viel. Du musst schon loslassen. Ich kann nicht. Was tun los? Ich will nicht.